Filmfans, herzlich willkommen zu einer neuen Kritik. Und ja, heute geht es mal wieder um einen Found-Footage-Film. Nach dem Dinosaurier-Projekt, was ich vor einer Weile vorgestellt hatte, bewegen wir uns jetzt mit Barry Levinson im ja, Mockumentary-Style an die Bucht, an The Bay, und zwar an die Chesapeake Bay, die auch in der Realität eine tote Zone ist. Sehr wenig Fische sind dort. Das Ökosystem ist ziemlich ramponiert, weil dort das Wasser einfach verschmutzt ist. Und ja, Barry Levinson, der Regisseur von Wake the Dog oder auch Rain Man, wollte eigentlich anfangs eine Dokumentation zu dem Thema drehen. Denn er hat ein Haus, er ist halt viel in dieser Gegend unterwegs und er wollte natürlich darauf aufmerksam machen, auf die Veränderungen, die negativen Veränderungen in diesem Ökosystem. Aber letzten Endes ist es natürlich schwierig, eine Dokumentation vor allem finanziell zu stemmen. Und dann kam irgendjemand auf die Idee und hat so gemeint, ey, das könntest du eigentlich auch als Found-Footage-Film machen. Und somit sind natürlich einige bekannte Produzentennamen, die auch Paranormal Activity oder Insidious produziert haben, mit an Bord gestiegen. Und somit nahm das ganze Projekt seine Konturen an. Eine wirkliche Story oder Figuren, die man hier durchgängig folgt, sind eigentlich gar nicht vorhanden. Es gibt vielleicht einen kleinen Kreis an Leuten, dem man hier folgt, aber sie sind letztendlich der Leitfaden durch die Geschehnisse, die sich halt in dem kleinen Küstenstädtchen Claridge im Jahr 2009, am 4. Juli, ereignen, als dort plötzlich Millionen von Fischen an die Küste gespült werden, Vögel plötzlich vom Himmel runterfallen und auch einige Menschen anfangen sich seltsam zu verhalten, aber auch sich körperlich zu verändern. Sie kriegen quasi Ausschläge und so weiter und so fort. Es sieht aus wie eine Hautkrankheit. Und ja, irgendwas scheint mit dem Wasser rund um diese Küstenstadt nicht so, ganz zu stimmen. Dieses Wasser scheint verschmutzt zu sein oder irgendetwas anderes ist dort im Gange. Und das ist das Interessante daran. Dieser Film zeichnet ganz geradlinig, wie dort eine Pandemie ausbricht, wie immer mehr Menschen sterben, natürlich nachdem das Ökosystem brach liegt, aber scheinbar sich in diesem System etwas anderes entwickelt hat, was quasi aber auch durch menschliche Fehler hervorgerufen worden ist. Und das ist das Interessante. The Bay ist trotz eines gewissen fantastischen Ansatzes ein relativ bodenständiger Found-Footage-Film geworden, der auch mit einigen Schockeinlagen daherkommt, wobei Barry Levinson diesen Film wirklich nicht als Horrorfilm angelegt hat, aber es gibt schon einige Momente, wo es doch den ein oder anderen Jumpscare gibt, beziehungsweise der Ekelgrad steigert sich auch mit zunehmender Laufzeit. Man sieht natürlich, was mit den Leuten dann passiert, die dann am Ende natürlich dann sterben. Und das ist nicht wirklich eine schöne Sache an sich. Und die Regierung selber will natürlich vertuschen, was eben an dem 4. Juli, an dem Unabhängigkeitstag, eben an diesem Ort geschehen ist. Und das sieht man quasi in diesem Material, was auf quasi TV-Aufnahmen besteht, aus Webcam-Material und so weiter und so fort. Aber wirklich geschickt zusammengeschnitten worden ist und erst eine Atmosphäre der Paranoia aufbaut, dann kommt immer mehr Verunsicherung, Angst dazu, quasi die Verunsicherung dadurch, woher kommt das? Was macht das mit den Leuten? Woher kommt das eigentlich? Und es ist letzten Endes ein riesiges Öko-Desaster und diese Message bringt The Bay wirklich sehr klar rüber und das finde ich faszinierend. Und es gelingt dem Film auch, in gut 85 Minuten das zu verpacken und auch einen ordentlichen Spannungsbogen aufzubauen. Und vor allem Freunde von Found-Footage-Filmen, von diesen Mockumentaries, aber auch von Öko-Horrorfilmen kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Ich war überrascht, was Levinson aus dieser Idee, die vorher bestand, die eigentlich einen Dokumentarfilm packen wollte, hier rausgeholt hat und wirklich eine teilweise wirklich beunruhigende Atmosphäre aufbaut. Und daher ist The Bay eine definitive Empfehlung, auch wenn ich kein Freund von Found-Footage-Filmen bin, aber dieser Film funktioniert einfach, weil er diese Pandemie quasi sehr nachvollziehbar geradezu aufzeigt. Natürlich leistet er sich hin und wieder mal ein paar kleine Logikpatzer, aber das muss man einfach hinnehmen. Aber der Film hat auf jeden Fall seine Wirkung bei mir nicht verfehlt und bekommt daher wirklich gute 8,5 von 10 Punkten. Also für alle Found-Footage-Freunde ist The Bay ein gefundenes Fressen. Zumal der Film dann am 26. Juli auf Blu-ray und DVD von Koch Media im Handel erscheint. Allerdings gibt es großartig nichts am Bodenmaterial zu vermelden, außer den Kinotrailer, das Making-of und ein paar andere Trailer.
Aber insgesamt ein Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Eine Empfehlung kann ich hier 100 Pro aussprechen. Das war es auch mit einer kleinen Kritik diesmal zu The Bay von Barry Levinson. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.